Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge Osttrift. Letztes Mal haben wir leider das Dorf in den Bagott getrieben, beziehungsweise jemand hat vielleicht bei der Bestellung von Kühen ein bisschen hochbestellt. Es waren noch Kühe voreingestellt, 10 Stück oder sowas. Und ich wollte eigentlich nur einen Ochsen kaufen, nee, beziehungsweise einen Bullen kaufen. Und habe halt die 10 Kühe mit dazu bekommen und jetzt steht pleite. Jetzt werden wir wahrscheinlich die nächsten Folgen gucken müssen, dass wir aus dem Minus wieder rauskommen. Ich hoffe nicht, dass Konsequenzen für mich haben wird. Wir werden sehen. Also, ja, das steht an. Dann haben wir im Moment. Was quakst du denn so, mein Freund? Der Hahn quakt. Ja, dann haben wir anscheinend gerade keinen Friedhof. Irgendjemand ist gestorben und ich habe es gar nicht mitbekommen. Oh, stopp mal. Hier ist jemand. Was passiert hier? Chicken-Eier. Hühnereier. Da kommt jemand, will Hühnereier kaufen. Gut. Was bieten die an? Textil, warme Klamotten. Wäre vielleicht auch mal nicht so schlecht, wenn wir sowas verkaufen. Mist! Was wollen die haben? Verdammt! Können wir denen irgendwas bieten? Sonnenblumenarmee 0. Nichts. Sonnenblumenöl haben wir tatsächlich ein bisschen was. Sollen wir es verkaufen? Ja. Wir brauchen einfach das Geld. Oh mein Gott, das ist aber nicht viel hier, was dabei rumkommt. Da weiß ich gar nicht, ob es günstiger ist, also für mich jetzt, das Zeug nach außen zu exportieren oder an meine eigenen Leute zu verkaufen. Stand das nicht irgendwo im Moonblood? Das muss er ganz kurz mal klären, das ist wichtig. So, war unser Rathaus, da stand das irgendwo mit der Economy, glaube ich. Was steht da nicht irgendwo? Achso, nee. Weiß ich nicht. Ja, liebe Leute, ich gucke mich hier gerade um und kann einfach nicht rausfinden, was das denn für Preise sind, die wir hier für unsere eigenen Leute verlangen. Hier steht Market Products Price, also 100%. Da steht aber nicht, was denn der Preis jetzt ist. Also ich würde jetzt hier gerne bei Sonnenblumenöl wissen. Ich habe hier in diesem Jahr 1728. Hört mal, stopp mal. Produced, spent, sold, exported, imported. Aha. Aber es geht hier immer, Moment mal. Ah, es geht um das Vorjahr und das aktuelle Jahr. 1727, 1728, okay. Und hier das gleiche nochmal. Okay, alles klar. Hier steht jetzt zum Beispiel... Hier steht jetzt, dass ich im Jahr 1727, letztes Jahr, 1850 Sonnenblumenöl hergestellt habe, davon 250 verkauft habe und 500 exportiert habe. Und es hat irgendeinen Preis gegeben. Aber das steht nicht dabei, was für ein Preis. Also ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass Exportieren für mich besser ist, als es zu verkaufen. Weiß ich nicht. Aber ich denke mal. So, wir werden das jetzt mal noch kurz machen. Meine Güte, das bin ich halt wieder verwirrt. Stopp! Wir verkaufen alles, was geht. Ja, ja. Da muss er sofort dran denken, das hier reinzulagern. Ist sogar noch. Ist sogar noch so. Das ist ja gut. Okay, noch was? Hühnereier sind schon auf dem Weg. Ja, alles andere. Alles andere haben wir nicht. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon geguckt. Gut, achso, Friedhof. Geh mal weg. Weg hier. Wir brauchen ein, wie heißt es, ein Grab, eine Grabesstätte. Ja. Komm her. Wir legen den hier dazu, direkt an den Fluss. Ach, wie schön. Meine Güte, ist aber auch dicht gedrängt hier. Gehen die dann eigentlich dahin und trauern und beten irgendwie? Gesehen habe ich jetzt nichts. Ja, so sieht's aus. Oh Gott, das ist so nett hier. Da ist er mit Wasser unterwegs. Wo arbeitet der? Chicken, aha. Hühnerstall. Aha, gut. Achso, was mir gerade eben noch aufgefallen ist, wir haben ja letztes Mal viel zu viele Kühe... Oh Gott, nein. Nein. Gekauft. Oh, die kleine Kuh wird jetzt geschlachtet. Ach, die läuft hinterher und merkt es gar nicht. Ja, wir haben so viele Kühe gekauft. 20 passen nur in den Kuhstall rein. Das sind jetzt auch nur 20. Die 21 ist gerade hier reingelaufen in den Schlachter. Und ja, da passieren jetzt unaussprechliche Sachen hier drin. Wir haben jetzt schon tatsächlich die ersten Felle und das erste Fleisch, Rinderfleisch. Und ich habe jetzt gerade eben mal geschaut. Ich habe jetzt nicht gefunden, was man aus dem Rinderfleisch machen kann. Ich denke, wir können es verkaufen. Deswegen... Oh, hier passt es gar nicht mehr rein. Ach komm, nehmen wir das Sonnenblumenöl mal raus hier. Wir verkaufen stattdessen... Beef. So. Oh, es ist aber noch Sonnenblumenöl drin. Aha. Oh. Oha.
Okay, das ist aber nicht verloren gegangen. Na gut, was auch immer. Ich weiß nicht, was damit passiert. So, und dann, viel, viel schlimmer und viel wichtiger, Leder. Wir wollen aus diesen Fellen ja Leder herstellen. Hat er jetzt hier... Oh, da kommt die Kuh Nummer 21. Oh. Da ist es. Wir wollen ja Leder herstellen. Und da habe ich mal geschaut, wie das geht. Und oh mein Gott. Für Leder gibt es Tannery. Das ist ein Gerber. Und da steht oben, man braucht dafür Rinde, Leim. Also das ist Kalkstein, glaube ich. Wofür auch immer. Salz und Wasser. Gut. Rinde bekommen wir angeblich hier beim Förster. Der produziert ja... steht da gar nicht. Mist, stand da nicht irgendwo, dass der auch Barks, also Rinde, herstellt? Ja, da bin ich jetzt nicht so sicher. Merkwürdig. Also, manchmal hier bin ich falsch. Oh mein Gott, ich bin auch so ganz schön verwirrt gerade. So, hier steht, beim Förster, produziert Holz, Feuerholz und Rinde. Also angeblich macht der das. Auch wenn es da jetzt nicht drinsteht, wenn wir auf die Info draufklicken. Der hier, genau. Salz... können wir wohl auch relativ einfach bekommen. Was war das noch, was das Ding da braucht? Meine Güte, das wird sehr kompliziert, liebe Leute. Wasser kriegen wir natürlich auch, aber das Leim, also Kalkstein, Kalk, ist sehr schwierig. Dafür brauchen wir mehrere Sachen, und zwar erstmal ein Stone Mining Camp. Der produziert Stein und Limestone. Was auch immer, Kalkstein wird das sein. Ich weiß, also ich kenne die deutschen Begriffe nicht. Ich habe mal geschaut, was Leim ist, und da steht Kalk. Limestone ist das Wichtige. Dann müssen wir einen Lime-Kiln bauen. Der produziert gelöschten Kalk, Quicklime, aus Limestone und Kohle. Und dann brauchen wir noch diese Limeworks, produziert Lime, also jetzt den benötigten Kalk, aus Quicklime und Wasser. Also wir brauchen diese drei Gebäude, die müssen natürlich auch funktionieren. Und ja, dann haben wir Leim. Und dann haben wir immer noch kein Leder. Sondern müssen auch noch Salz herstellen. Also, meine Güte. Vielleicht gucken wir lieber erstmal auf Salz. Wo war das jetzt hier? Saltworks. Das habe ich schon irgendwo gesehen. Da ist es doch. Produziert Salz aus dem Untergrund. Ja. Gut, liebe Leute. Ich habe mir das gerade eben mal durchgelesen. Auch das ist nicht so einfach, weil man braucht für diese Salz... Werkstatt oder was auch immer, das ist Ochsen oder Pferde. Und ja, ich habe zwei Ochsen, aber die sind eigentlich schon im Bauernhof zugewiesen. Ich kann die auch umzuweisen, damit wir ein bisschen Salz bekommen, damit wir dieses irgendwann dieses Fell hier umwandeln können. In Leder, weil Leder brauchen wir immer wieder für Schuhe. Aber das sieht gerade im Moment so kompliziert aus. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollen. Also irgendwie wollen wir natürlich weitermachen. Erstmal gucken, dass wir hier klarkommen. Ich überlege gerade... Moment mal, wie ist denn das? Wann bekommen die denn Nachwuchs hier, diese Kühe? Ich überlege gerade, ob wir nicht noch einen weiteren Kuhstall bauen sollen. Was haben wir jetzt hier? Milch. Milch gibt's. Ja. Im ersten Winter ist das jetzt leer. Schande. Ja, wir haben den Winter fast schon hinter uns. Ja, einen zweiten Kuhstall, damit wir hier die Hälfte irgendwie auslagern können. Moment, was haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt einen Bullen? Ja, einen. Oh, nur einen. Moment, jetzt muss ich hier noch mal kurz reinschauen. Ja, liebe Leute, ich habe jetzt immer so ein bisschen überflogen nochmal. Und da steht jetzt nicht so richtig dabei, ob aus diesen Kühen irgendwann... Ah, Moment mal, das... Ja. Ob aus diesen Kühen irgendwann mal auch Bullen werden können. Das sind alles weibliche Kühe. Gut, keine Kälber. Okay, ja, das sind alles die weiblichen Kühe, die ich gekauft habe. Okay, ich dachte, da sind vielleicht schon ein paar Kälber mit dabei. Die werden irgendwann trächtig werden von diesen Bullen und dann werden da vielleicht auch Bullen, also männliche Rinder, auf die Welt kommen. Ja, ich mache hier gerade die ganze, die ganze Zuchtgeschichte, die rolle ich mir hier gerade auf. Du meine Güte, ich glaube, es wäre wirklich nicht schlecht, noch so einen Kuhstall zu haben. Problem ist jetzt, ich weiß jetzt halt nicht... Also, ob die, wann die trächtig sind, ob ich das erfahre oder was passiert, wenn jetzt ein Kalb auf die Welt kommt, dann ist ja der Stall zu voll geworden.
Ah, hier, jetzt kann ich den hier theoretisch als Ochse, also in einen Ochsen umwandeln. Ich habe von euch erfahren übrigens, ein Ochse ist ein kastrierter Bulle, also der wird keinen Nachwuchs mehr produzieren können. Das lassen wir mal schön, der kann das. Ja, Mist, wir haben einen Bullen zu wenig für zwei Kuhställe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie das denn jetzt ist. Die werden ja theoretisch alle mal trächtig dieses Jahr. Theoretisch, oder? Das heißt, im nächsten Jahr werden sie alle einen Kalb auf die Welt bekommen und bis dahin sollten wir mehr Platz haben. Ich habe keine Ahnung, aber... Oh, was ist da los? Keine Nägel! Oh! Haben wir etwa kein Metall mehr? Oh, das wäre aber schlecht. Das wäre schlecht. Kaufen können wir nämlich auch gerade nicht. Ah, da kommt gerade Geld rein. Wir haben Eier verkauft. Hervorragend. Halt, stopp. Nägel sehe ich jetzt nicht. Iron haben wir aber noch. Ist ja gerade keiner drin? Nee. Ah. Stopp mal, ich bin noch falsch. Hier ist gerade keiner drin. Da wird gesucht. Ja, wir haben keine Nägel. Aber wir hätten noch Eisen, aber wir haben keine Nägel. Ja. Kann ich auf Frauen rein? Nee, das wollen sie nicht. Mist. Ja, es wird gesucht und wir können nicht mehr bauen. Gut, aber einen Schritt nach dem anderen, liebe Leute. Vielen Dank übrigens auch für eure Kommentare. Ich freue mich da immer sehr drüber, wenn ich sehe, dass ihr das Let's Play anschaut. Ah, das haben wir jetzt gerade eben gebaut. Ist schon jemand eingezogen? Wir sind schon 76 Leute. Puh. Wahnsinn, sehr schön. Achso, Kuhstall. Können wir auf jeden Fall schon mal hinstellen irgendwo? Cowshed. Ich denke, das stelle jetzt hier daneben, oder? Vielleicht so? Da weiß ich gar nicht, warum ich hier dieses Stadttor gemacht habe. Warte mal, da müssen wir das irgendwie so machen. Sorry, dass man da durchlaufen muss. Ich stelle das direkt da dran. Und dann macht das Stadttor so halbwegs Sinn, weil dann haben wir hier wirklich eine große Straße. So. Ah. So, das soll alles gerne ein bisschen krumm und schief sein. Ja. Gut, das werden sie jetzt machen. Hier können sie sogar bauen ohne Nägel. Ist schon alles da. Moment mal, ist doch alles... Aber Moment mal, hat jetzt gerade jemand Nägel geliefert? Ich glaub's ja nicht. Nee. Oh. Jemand hat Nägel geliefert. Das ist ja geil. Okay, super. Bestens. Oh nein! Das wird auch weniger. Oha! Bin ich echt froh, dass ich frühzeitig so viel Heu gesammelt habe. Mehr als benötigt. Mann, 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 Mann. Ja, das Geld erholt sich gerade so ein bisschen. Oh, der nächste Botschafter ist hier. Aus Balaklia Dings. Die bieten Kühe an. Nein, danke, haben wir schon. Vielen Dank. So, Mehl haben wir auch nicht so wahnsinnig viel. Das heben wir auf für unsere Leute. Kartoffeln haben wir gar nichts. Na super. Sonnenblumenöl. Hm. Klamotten haben wir auch ein bisschen was übrig. Da kriegen wir sogar halbwegs was für. Ich würde fast sagen, verkaufe mal 100 Stück. Ja, das lohnt sich kaum, aber egal, es kostet mich ja nichts. Ja. Metallteile haben wir überhaupt nicht. Honig haben wir ein bisschen was. Aber das Honig ist so günstig, also billig, dass ich das nicht... Oh, es geht schon los. Klamotten. Ah, Klamotten. Klamotten, schnell, schnell, schnell. Was hat er da gesagt? 100? Oder was? 150, ja, ja, los. So, was für den Eiern? Das ist jetzt so Zeug. Moment mal, Karte. Halt! Ich weiß gar nicht, wie ist es denn jetzt hier? Also jetzt ist hier jede Menge Zeugs gelagert und ich will das eigentlich gar nicht alles da drin haben. Ich will das eigentlich jetzt, also, na gut, vielleicht verkaufen wir Eier auch nochmal. Das soll nur temporär sein. Temporary Stock.
Also ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber ich... Oh, ein neues Haus fertig. Sehr gut. Was ich annehme ist, dass es einmal auf 150 aufgestockt wird. Dann wird es runter, also verkauft. Und dann ist es leer. Und dann bleibt es auch leer, hätte ich jetzt gedacht. So, na gut, man weiß nicht. Was mir jetzt gerade eben eingefallen ist, liebe Leute. Wir können ja auf der Karte ein Dorf noch gar nicht besuchen. Und zwar das hier. Weil wir keinen Trading-Dock haben. Also wir brauchen einen Trading-Dock. Oh, der Schnee schmilzt. Können wir gleich unseren Pflug hier, unseren Ochsenkarren hier, mal bewundern. Stopp mal. So, also. Trading-Dock. Das müssen wir uns mal anschauen hier. Okay, liebe Leute, ich habe es rausgefunden. Hier bei Trading-Dock steht sogar mit dabei, was das mit diesen Temporary-Stocks da auf sich hat. Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich gar nicht reingeschaut hier beim Trading, bei dem anderen Dings da. Genauso wie ich es gedacht habe. Temporary heißt, es wird aufgefüllt und wenn es sobald es leer ist, wird es rausgenommen. Und sobald ich hier was aus dem Trading-Dings rausnehme, dann wird die Ressource, die dort verfügbar ist, für alle verfügbar und wird also nicht mehr reserviert sein. Das ist doch fein. Oh, die Brücke ist fertig. Ich glaub's nicht, wir haben eine Brücke jetzt. Oh, da wollen wir gerade mal gucken hier. Ach, jetzt kommen wir tatsächlich hinbauen. Das ist ja fein. Das ist ja super fein. Sehr, sehr fein. Unebenes Gelände. Bitte. Bitte, bitte. Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt eine Brücke, Mensch. Unglaublich. Wo war denn hin? Hier ging er auch. Ist halt weit weg von allem. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil das hier irgendwo in die Nähe des Dorfzentrums hinmachen. So, dass wir nicht so weite Wege haben. Hier geht's. Ah, ja. Sehr gut. Ja, da wird es entstehen irgendwann. Oh, kein Wasser? Nee. Aha. Oh. Achso, der hat 100 Klamotten dabei. Hast du bezahlt? Junge. Fassbar. Achso, es kommt noch einer, oder? Nö. War das wieder weg? Also, wenn es hier nicht drin ist, hier nicht gelistet ist, dann ist es zwar hier noch drin, aber die Bürger können es abholen und verwenden. 400 Eier! Ey, jetzt, wie viele Eier haben wir denn? Chicken, Chicken, Chicken Eggs. Ich find's gar nicht. Haben wir keine Eier mehr hier? Sag mal, Chicken Eggs. Ja, es sind zu wenig. Die werden alle hier reingebracht. Nein, nein, dann werfen wir das hier raus, dann können die das verwenden. Das ist unfassbar. Jo, gut. Oh, halt, stopp mal. Da! Ach, guck mal, da steht einer hinten drauf. Ja, ich nehme an, jetzt geht's schneller mit dem Ochsenpflug hier. Ist das jetzt... Was bedeutet das jetzt, dass es gepflügt ist? Heißt es, dass es besser ist, oder... Was heißt dieses Pflügen? Ich habe das nicht ganz kapiert bisher. Ja, steht hier, glaube ich, nicht. Ah! Plothing, also Pflügen, hilft, die Erd-, also die Fruchtbarkeit wiederherzustellen. Aha! Aha! Und was? Das heißt. Das heißt, dass durch das Pflügen jetzt wieder ein bisschen was von dem Zeugs hier da ist. Ah ja, so, so. Und hier weiden jetzt die Viecher. Jede Menge davon. Ja, gut, also, Hier wird gesät, hervorragend. Da wächst schon. Ja, und hier liegt auch Brach. Ach, das darf doch nicht wahr sein, so ein Mist. Ja, na gut. Da säen sie gerade alle. Na gut. Ich glaube, diese Weide können wir uns sparen, weil wir sowieso immer ein brachliegendes Feld haben. Da werde ich drauf achten. Demolisch. Gut.
Oh Mist, die Verluste nehmen zu hier oben. Also nehmen wieder zu. Ich mache mir gerade wirklich Sorgen. Es wäre ganz, ganz schlimm, wenn wir jetzt kein Metall mehr hätten, zum Beispiel, um neue Nägel zu machen. Weil dann wären wir echt aufgeschmissen. Ich kann mir kein neues Metall leisten. Und herstellen kann ich es, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Also dann wäre ich, glaube ich, im Eimer. Da müsste ich so lange warten, bis ich so viel verkauft hätte, dass wir hier wieder auf ein bisschen Geld kommen, damit ich wieder Metall kaufen kann. Aber ja, das könnte ganz schön ekelhaft werden. Übrigens hat diesen Winter niemand gemeckert, dass wir zu wenig Essen gehabt hätten. Es läuft richtig gut, liebe Leute. Was? Ein Messenger ist da. Wir gehen nochmal kurz durch. Ach, Mist. Wir verkaufen selber Kohle. Ich wünschte, ich könnte Kohle verkaufen. Ja, das war nix. Das war ein kalter. Wir könnten aber doch, ich meine, jetzt steht der beknackte Bulle hier, die beknackten Ochsen stehen jetzt hier ewig lang rum. Das ganze restliche Jahr, bis sie wieder pflügen können. Das heißt, wir können sie eigentlich jetzt zu so einem Salzdings rüber machen. Saltworker, hier. Stopper, was brauchen die denn? Was ist denn das? Gut, bei denen setzen wir jetzt wieder hin irgendwo. Machen wir nicht so weit weg vom von diesem Bauernhof wegen der Rinder. Also, wie heißen die Viecher? Wegen der Ochsen. Aha. Wie auch immer das hier genau funktioniert. Moment mal. Hier ist er Platz. Hier ist gut. Hier ist das super, oder? Ja. So, was ist jetzt das, was da fehlt? Stone! Au! Mist. Stone fehlt. Stone haben wir nicht. Ja, gut, dann müssen wir halt holen. Aber wo gibt's... Ah, mit Steine habe ich schon... Ah, hier. Limestone. Und normale Steine? Produziert Limestone. Ja, und normale Steine? Uiuiui. Jetzt hänge ich hier. Hab keine Ahnung, wie es geht. Das ist wirklich das Einzige, was wir haben hier. Ach du je. Moment mal. Produziert Stone und Limestone vom Nearby Deposits. Ja, also keine Ahnung. Es gibt sonst keine Deposits als diese hier. Deswegen nehme ich auch schwer an, dass die hier reichen. Und ich bin so ein Honk. Ich bin so ein unfassbarer Honk. Jetzt ist hier die beknackte Brücke. Wir bräuchten sie eigentlich hier. Ah, Mist. Soll ich so eine Brücke bauen? Ja, komm. Die haben eh Langeweile. So ein Mist. Ja, so ein elender Mist. Echt. Ja, 15.000 Holz. 300 Nägel. Ja, na gut, jetzt haben wir wenigstens ein Ziel. Eine Brücke. Dings, Stone hier. Ah, Mann, ich hoffe, dass es funktioniert. Aber das sind viele Unbekannten jetzt hier. Viele Variablen, wo ich nicht weiß, ob das klappt. Naja, na gut. Hier wächst alles. Was ist jetzt eigentlich mit Sonnenblumen? Da wachsen Sonnenblumen. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht auch mal mehr Sonnenblumen bekommen. Das ist wirklich nur ein einziges Mal alle 3 Jahre. Und das ist deutlich zu wenig. Mal gucken, dass wir das hier noch irgendwie mit drauf machen. Was ist hier los? Achso, es werden Bäume entfernt. Das können sie ja gerade gar nicht machen. Das kommt ja später erst, oder? Hey.
Jetzt hier eigentlich überhaupt jemand mal drin gesessen in diesem Gazebo? Geschäftiges Treiben hier. Achso, wir müssen uns auch langsam nochmal Gedanken machen hier wegen der Bevölkerung. 79. Achso, wir haben wieder keine Häuser. 79 Menschen. Da müssen wir langsam gucken, wie das ist mit Taverne und Schule und all das Zeugs hier. Da stand das, glaube ich, dabei. Ah, das können wir schon machen. Guck mal an, das können wir schon machen. Ich dachte, das wäre irgendwie erst ab 100 oder irgendwie sowas. Ja, dann machen wir das mal. Schule für die Kleinen. Können wir hinmachen, aber das wäre eigentlich suboptimal. Hier wollte ich ein bisschen Platz lassen für das Heu. Dass sie das wieder aufstocken können. Hier. Müssen die Schulkinder über die Brücke laufen? Wie sieht denn das Haus aus? Och, süß mit so einer Veranda hier. Guckt euch das mal an, wie niedlich. Und mit bemalten Fensterläden. Liebe Leute, Sonnenblumen. Oh, das ist so unglaublich schön. Sehr schön. Ja, machen wir das mal hier hin. So. Die lieben Kinder können bald zur Schule gehen. Hervorragend. Soll das vielleicht mal vorziehen? Hinter dem Kuhstall, was hiermit? Keine Nägel. Oh, nee, ich war zum Ehrlich, echt. Ja, hier ist auch gerade keiner eingestellt. Mist, was habe ich hier gemacht? Wir sind im April, aber im Mai und Juni kommt theoretisch wieder jemand. Mist. So, wo haben wir denn jetzt gerade unsere Baustellen? Hier ist eine. Da hinten. Da. Ja. So ein bisschen verteilt überall. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob wir vielleicht die Förster von hier mal wieder hier hinten hin verlegen, weil da ist jetzt mittlerweile alles schön nachgewachsen. Dass die Bäume hier auch eine Chance haben, ein bisschen nachzuwachsen. Das hier können wir, glaube ich, wegmachen. Oh! Oh, oh, oh. Was wollt ihr haben, meine Lieben? Sonnenblumen haben wir nicht. Sonnenblumenöl. Hm. Mehl haben wir. Geht so. Chicken Egg. Da haben wir genügend. Da können wir mal wieder 500... verkaufen. Es gibt wieder 50 Geld. Das haben wir nicht. Ah. Oh, dann wollen wir hier doch mal wieder die hier einschalten. Chicken Egg. 500. Temporary, genau. Jo, ja. Läuft soweit ganz gut. Was für den? Die haben noch Weizen zu mahlen. Hier wächst alles. Oh, das ist so unglaublich schön hier. Mit den Pflanzen, mit den Blumen. Oh. Ist hier eigentlich... Oh. Hier ist jemand drin? Nein, das brauchen wir nicht. Hier, wir haben überhaupt keine Sonnenblumen mehr. Junge, pass auf. Das kommt später. Jetzt könnte er theoretisch doch im Nagelshop arbeiten. Ah, da ist schon jemand. Ja, jetzt hat er 2 Monate Zeit, um ganz viele Nägel zu machen. Dann wird er wieder rausgeworfen. Ich habe den ja bloß alle 2 Monate für 2 Monate jeweils besetzt. Ach ja, ach ja. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, dann sind wir für diese Folge schon fertig. Es hat wieder einen großen Spaß gemacht, es ist wieder richtig schön hier. Mal gucken, wie es weitergeht. Ob wir es nächstes Mal schaffen, aus dem Miesen wieder rauszukommen.
und wie sich alles so entwickelt. Liebe Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und macht's gut. Bis dann, eure Lucida. Tschüss.